Ja, hallo, grüß dich, lieber Michael. Ich begrüße dich sehr herzlich zu diesem Interview. Absolute Freude, dich mal auch vor Ort hier kennenlernen zu dürfen, in Person, ja. Und magst du dich einfach ganz kurz zum Anfang, zu Beginn dieses Videos, dieses Interviews, einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was deine Firma macht, wo du herkommst, etc. pp. Ja, ich bin der Michael Franke, bin Gründer und Geschäftsführer der Champisoft GmbH. Wir sind Entwickler von Individualsoftware, gerade im Bereich von Innovation, Integration, Software. Bin seit 16 Jahren in der Softwareentwicklung. Die GmbH gibt es seit 2016 und wir haben als Fokus eben die tiefgreifenden technischen Anforderungen, da wo viele andere dann erstmal das Handtuch werfen oder da dann keine Lösung mehr bieten können, da können wir dann oft auch noch unterstützen. Okay. Ja, dann wäre meine zweite Frage gleich, wenn du sagst tiefgreifende Anforderungen, einfach da wo die so die Script-Kiddies oder die jetzt nicht so absolut die tiefen Kenntnisse haben in der Programmierung, das ist mal so, gibt es ja auch wahrscheinlich einige da draußen, scheitern und ihr dann glänzen könnt. Nenn uns doch einfach mal so ein paar Gründe, warum. Du hast ja auch langjährige Kunden, die seit 7 oder länger, mehr Jahren bei dir bereits Kunde sind, also Bestandskunden. Das heißt, immer wieder zu dir zurückkommen und immer wieder deine Dienstleistungen genießen in der Softwareentwicklung, in der individuellen Softwareentwicklung, sei es jetzt Java, C-Sharp etc. pp. Was ist so durch deine Sicht, durch deine Brille, was sind so die Hauptgründe, warum Kunden immer wieder zu dir zurückkommen und sagen, ja, den Michael Franke beauftrage ich mit der nächsten Herausforderung, mit der nächsten Challenge? Ja, also unser längster Kunde, den haben wir seit 2008. Der ist auch jetzt wieder aktiv. Das war jetzt immer durchgehend, aber der ist auch jetzt wieder aktiv. Da sind wir bei einem größeren Konzern da zusammen halt drin. Die sind absolute Spezialisten auf dem Gebiet von 3D-Softwareentwicklung. Und da, wo wir halt dann unsere Stärke ist, ist eben diese Brücke zwischen dieser sehr spezifischen, da wo das Know-how vom Kunden ist und dem Ganzen außenrum. Also diese Integration von diesem Innovationsbereich in eine komplette Umgebung. Also das konkrete Beispiel, wie gesagt, die sind sehr stark im 3D-Bereich. Die haben eine Software gebaut, die Echtzeit-3D-Streaming im Browser ermöglicht. Das ist super innovativ, ist aber halt nur die Hälfte der Strecke, weil du brauchst dann auch noch ein Login dazu, du brauchst die Konfiguration kannst du nicht einfach nur per ein paar Tasten machen, sondern das muss halt dann über ein vernünftiges UI erfolgen. Brauchst dann ja die ganze Bereitstellungsthematik halt, CI/CD auf Git das Ganze hosten und so weiter und so fort. Und da haben wir halt für den Kunden die Brücke geschlagen und der kann sich halt darauf verlassen, dass wir halt auf der einen Seite die Flughöhe, die er hat, halt ihn da abholen können. Also sprich da, wo eben, was du sagst, so viele Script-Kiddies-Agenturen oder sowas, das ist kein Standardding, was der macht. Also da braucht man schon das Spezialwissen, um da eben hochzukommen. Auf der anderen Seite kennen wir halt auch so diese ganze Standardtechnologien, Standardprozesse dann auch in den größeren Konzernen dann auch, um da so ein bisschen das abzuliefern, dass das Ganze halt dann auch als ein vernünftiges Produkt dann letztendlich rauskriegt. Und wie gesagt, er kann sich halt darauf verlassen, dass wir auch das Commitment haben, dass wir das dann auch bis zum Ende durchziehen. Da wussten wir selber oft auch nicht, was da alles an Herausforderungen kommt. Da gab es dann auch Sessions, wenn der Kunde am Montag testen will, dass am Freitagabend irgendwas umgefallen ist, was halt vorher keiner kannte, weil es halt alles neu ist. Naja, dann haben wir das halt trotzdem noch so hingebogen, dass der am Montag dann das Testen anfangen konnte. Und genau, also das einmal das technische Verständnis da ist, zweitens das Commitment und ja, drittens dann am Schluss, wir ziehen es halt bis zum Ende durch. Also wenn ich das jetzt so mal richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass man letztendlich, wenn man jetzt, egal welche Softwareprojekte eben durchführt, als Agentur, Dienstleister etc. pp. Oder auch als Freelancer, dass man so einen gewissen Anforderungskatalog vor sich liegen hat oder ein Pflichtenheft oder ähnliches, den meistens dann ein Potpourri aus Beratern, Fachabteilungen, IT-Abteilungen und Technikern und so weiter irgendwie mal ausarbeitet hat.
Und dann so als der Standard-Software-Entwickler nimmt man sich dann dieses Pflichtenheft und programmiert es mehr oder weniger runter. Ne? Also sozusagen tick the box, tick the box, tick the box. Und so der kleine Unterschied zu vielen deiner Projekte ist dann, dass man letztendlich dieses Pflichtenheft eventuell vorliegen hat, aber vielleicht dieses optimale Pflichtenheft gar nicht oder diese Anforderungskataloge gar nicht im Vorfeld definierbar sind und sich eventuell auf dem Wege zum Ziel, die Entwicklung des Produkts, der Software, sich vielleicht sogar häufiger, mehrmals oder zumindest ein- bis zweimal ändern können und eben dann mit diesem hohen Maß an Flexibilität zurechtzukommen, das verlangt dann wahrscheinlich auch entsprechend ein tiefgehendes Fachwissen oder auch, sagen wir mal, ein ganz anderes Level an Software-Entwickler-Skills. Also wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, ist es sozusagen auch wahrscheinlich dann das, wo dann deine Kunden immer wieder sagen, okay, ja, den Michael Franke, den beauftragen wir auch beim nächsten Mal, weil wenn wir jetzt halt nicht irgendwie die eine oder andere kleine Anforderung gleich vorweg irgendwie vorhersehen konnten, dann ist es trotzdem kein Problem. Ja, genau. Also das ist halt in diesen Projekten, da kommen immer wieder Sachen raus, wenn man eben wieder bei diesem 3D-Thema, wenn man das eben im Container skaliert oder ja, die Anforderungen sind im Kunden oft auch gar nicht mal so klar, was will ich denn überhaupt? Also die gehen da ein komplett neues Ding an. Also es war bei vielen unserer Projekte, die starten halt ein neues Projekt und merken dann unterwegs, ja hoppla, der Prozess ist ja so gar nicht so, funktioniert so gar nicht oder ist gar nicht so effizient oder da haben wir irgendwie gar nicht so weit gedacht. Und das ist für uns eigentlich eher jetzt nicht so das notwendige Übel oder wo wir dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, okay, die wollen jetzt wieder was Neues haben, sondern das ist eigentlich von bei uns im Prozess, also wir arbeiten so nach agilen Methoden, von vornherein eigentlich vorgesehen, dass sowas passieren kann. Und dann verfällst du auch nicht in Panik, wenn es dann passiert, sondern dann sagst du halt, okay, ja, also wir hatten Annahmen, die haben sich halt nicht erfüllt oder wir haben gemerkt, es geht anders besser. Warum sollen wir jetzt diesen vordefinierten Anforderungskatalog fertig runterprogrammieren, wenn es dem Kunden gar nichts hilft? Wir können unsere Zeit auch besser nutzen und halt das bauen, was der Kunde dann braucht. Das braucht dann so ein bisschen schon das Vertrauen vorab, dass das so funktioniert und dass jetzt die Leute nicht nur herumsitzen und irgendwas machen. Aber das ist nicht, also haben wir keine Lust, irgendwas zu machen. Also wir machen schon, also wir leben ja mit den Herausforderungen. Und das ist dann, das ist genau der Punkt, also dass wir diesen Embrace the Change oder also nichts ist so sicher wie der stetige Wandel oder wie es heißt. Und wenn so ein Projekt mal 2 Jahre dauert, dann ist ja nach 2 Jahren die Welt auch eine ganz andere, als sie zum Projektstart war. Und stehst du unter Umständen mit einem anderen Kunden da, weil der irgendwie aufgekauft worden ist oder so, ich scherze. Und die Anforderungen sich verschoben haben. Oder oft ist es ja dann auch so, die Ideen kommen dann mit dem, was man sieht, was möglich ist. Und dass man da halt dann entsprechend darauf reagieren kann und flexibel genug ist. Es gibt es sehr oft schon das ist ja genau der Witz in der agilen Softwareentwicklung, dass man eben flexibel bleibt und reagieren kann. Trotzdem braucht man halt auch so ein Stück weit die technische Übersicht, dass man's halt auch dann verwirklichen kann. Mhm. Ja, was mir in der Praxis auch immer wieder unterkommt, wenn ich mit vielen Firmen und Unternehmen, CIOs, CTOs, CEOs und IT-Leitern etc. pp. und auch Abteilungsleitern, Bereichsleitern und so weiter und so fort spreche, dass eben viele letztendlich ein gewisses Bias haben, weil sie intern irgendwann mal jemanden hatte, der zum Beispiel ein ganz bestimmtes Framework präferiert oder sich da eben nur auskennt, ja. Und dann eben sozusagen so ein bisschen Wildwuchs vielleicht oder einfach so eine, sagen wir mal, eine organische IT-Landschaft eben gebildet hat über die Jahrzehnte teilweise oder über die Jahre und alles eben mehr oder weniger auf diesem einen Framework basiert. Na? Und dann wird vielleicht irgendwann mal diese eine Person immer älter oder scheidet aus oder wechselt mal den Job oder geht in Rente oder irgendwie sowas. Und dann hat man letztendlich dieses eine Framework, was manchmal dann auch irgendwie veraltet ist, weil es irgendwann mal vor 20 Jahren mal aufgesetzt wurde, kann zum Beispiel sein, ein Punkt. Aber generell ist man halt so, ja, geframed, ja, könnte man sagen, mit diesem Framework irgendwo. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen, also wenn quasi so ein Kunde auf dich zukommen würde, der letztendlich weiß, okay, wir haben wahrscheinlich nicht das Beste im Einsatz,
Aber es ist halt einfach so uralt, es ist einfach schon so lange da. Und wir haben halt zwei, drei irgendwie Mitarbeiter, die kennen sich halt auch nur mit dem aus. Also das kann jetzt irgendwas sein, ja, muss PHP, Python oder was auch immer. Ja, also teilweise wirklich alte Sachen. Wie gehst du mit so einer Herausforderung an? Da muss man auch ein bisschen mit Fingergespitzengefühl rangehen eventuell. Man kann nicht sagen, ja, wir machen komplett Greenfield oder ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Aber wie würdest du da auch vielleicht ein bisschen beratend tätig sein, wenn die jetzt sagen, wir müssen ja einfach die Altlasten einfach mal irgendwie wegkriegen und sind vielleicht jetzt auch gerade irgendwie aufgekauft worden oder übernommen oder konsolidiert oder wie man das auch mal nennen mag, haben vielleicht jetzt auch nochmal eine Finanzspritze bekommen und wir müssen irgendwas mit unseren alten Systemen machen. Ja, also das ist halt immer sehr stark fallabhängig. Grundsätzlich, ich bin kein Freund von der großen Axt, weil das macht dann immer irgendwie Unruhe und man macht sich dann irgendwie nur oft halt dann einen entsprechenden Druck, den es wirklich so gar nicht braucht. Ich bin ein Freund eher von der soften Transformation, die muss man dann aber auch durchziehen. Also da muss man dann aufpassen, dass nicht, wenn dann die Systeme dann mal die grundlegenden Sachen mal laufen, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir es dann so stehen und betreiben dann zwei Systeme weiter, einmal das alte, einmal das neue. Also dann sollte man es, da muss man dann schon praktisch den Weg zu Ende gehen und auch das alte System dann auch wirklich abschaffen, weil irgendwann hat man sonst wirklich so einen Blumenstrauß an Systemen, weil immer das neue eben die Schippe oben drauf kommt. Aber in der Regel schauen, würde ich sagen, wenn jetzt nicht irgendwie, Greenfield ist natürlich für jeden Entwickler irgendwie ein Traum, dann kann er das ganz neue Zeug ausprobieren, ganz Cutting Edge oder Bleeding Edge oder noch weiter vorne die Sachen ausprobieren, umsetzen. Ist halt in der Realität meistens halt einfach auch aus Kostengründen oder ich kann mir die Downtime von dem System irgendwie nicht leisten oder sowas halt dann auch nicht so möglich. Und drum halt wahrscheinlich realistischerweise eher dann eine Software-Transformation, dass man dann sagt, okay, wir schauen uns an, wo kann man rausschneiden, wo kann man anfangen, wo kann man Hebel ansetzen und dann so stückchenweise die Sachen halt dann irgendwie wie hochziehen. Also generell bin ich schon aber auch ein Freund davon, tendenziell die Sachen anzugehen und eher auf neuere Sachen umzubauen, als das bei dem Alten zu verhaften, auch wenn es dann wehtut, weil irgendwann muss man den Schritt gehen und die Kosten werden später auch nicht billiger werden wahrscheinlich als aktuell. Sicherheitslücken manchmal. Die Entwicklerkosten werden auch nicht billiger. Also irgendwann muss man es machen, irgendwann muss man den sauren Apfel beißen und dann lieber früher als später. Und eben, was man halt auch nicht übersehen darf, ist, dass halt neue Technologien auch oft einfach Geschwindigkeitsvorteile halt in der Entwicklung halt auch haben. Mhm. Einfach weil die Tools besser oder die Toolunterstützung besser ist oder halt auch die Echtzeit-Update während der Entwicklung versus ich kompiliere mal 10 Minuten durch oder sowas, da kriegt man ganz andere Entwicklungszyklen zum Teil halt auch abgebildet. Microservice-Architekturen gegen Monolithen, wenn es technisch Sinn macht, brauche ich den Monolithen, die das mal irgendwie auf einem riesen System deployen. Und Microservice kann ich vielleicht den einzelnen Service hoch runter skalieren. Das sind alles auch Kostenfragen. Also hat ja auch einen Grund, warum sich neue Technologien da irgendwie durchsetzen und warum Leute die nutzen. Also von daher schon eine Tendenz, die neuen Sachen auch anzunehmen und zu nutzen, aber jetzt da nicht mit der Brechstange durchgehen, weil das da muss man dann schon irgendwie beim ersten Schuss dann treffen und das kann dann unter Umständen unnötigen Stress verursachen. Okay. Also ich möchte hier den ersten Teil des Interviews beenden. Es gibt noch einen zweiten, noch einen dritten Teil. Der wird in wenigen Tagen ausgestrahlt. Falls du hier gerade jetzt auf YouTube mit dabei bist und zuschaust, wenn du Fragen hast zu Michael Frankung der GMP Soft GmbH, findest du hier unten in der Beschreibung einen Link, beziehungsweise kannst du einfach klicken und hier sowieso den Daumen hoch für das Video und teilen. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil. Stay tuned. Bye-bye, bis dahin. Ciao.